Die Seitwärtsbewegung, die wir am deutschen Aktienmarkt seit Jahresbeginn sehen, setzt sich auch am heutigen Tag fort, wenn auch mit etwas positiven Vorzeichen. Wir sehen nämlich den deutschen Aktienindex etwas freundlicher als noch am Freitag bei 7.748 Zählern. Das ist ein Plus von 0,4%. Die Nachrichtenlage bleibt allerdings dünn. Wir schauen beispielsweise in die Vereinigten Staaten, wo heute die Automobilmesse in Detroit beginnt. Tendenziell neigen ja die Börsen bereits dazu, positive Nachrichten vorwegzunehmen. Deswegen sind auch zuletzt die Automobilwerte recht gut gelaufen. Beginnt die Messe erst einmal, dann sehen wir hier häufiger Gewinnmitnahmen. So auch am heutigen Tag beispielsweise bei BMW, größter Verlierer. Allerdings nur mit einem Minus von gerade mal 0,1%. Das zeigt auch schon, dass die Mehrzahl der Werte im deutschen Aktienindex auf der Gewinnerseite notiert. Die größten Aufschläge sehen wir allerdings ohne große neue Nachrichten heute bei Adidas plus 1,9%, der Münchner Rück plus 1,7% und der Commerzbank mit einem Plus von 1,6%. Passend zur Autoshow in Detroit liefert Volkswagen auch Zahlen. Man hat in den Vereinigten Staaten einen Absatzrekord erzielt und auch der wichtige Markt China ist zuletzt gut gelaufen mit einem Plus von mehr als 20%. In der zweiten Reihe heute interessant die Nachrichten von Sky. Dort hat der Großaktionär Rupert Murdoch, der bislang knapp 50% hielt, seine Beteiligung auf nun knapp 55% ausgeweitet. Allerdings nicht durch den Kauf von Aktien über die Börse, sondern durch eine Kapitalerhöhung, die ausschließlich an die von Murdoch kontrollierte News Corp geht. Zudem hat Sky ein Bankendarlehen vereinbart über 300 Millionen Euro. Das sichert ab für weitere Investitionen. Beispielsweise werden ja die Rechte für die Fußball-Bundesliga ab der nächsten Saison, die im Spätsommer beginnt, deutlich teurer. Ansonsten startet in dieser Woche so ein bisschen die Bilanzsaison. Wir hatten ja den ersten Termin mit Alcoa bereits gesehen. Nun kommen in dieser Woche vor allem Finanzwerte dazu. In den USA Goldman Sachs, JP Morgan, die Bank of America und die Citigroup. Hier bei uns wird es vermutlich noch etwas gemächlicher zugehen. Die deutschen Unternehmen brauchen ja tendenziell etwas länger, um ihre Geschäftszahlen zusammenzustellen. Wir erwarten Umsatzzahlen von der Metro und möglicherweise legt ja auch SAP schon die Zahlen vor. Offiziell stehen sie erst am 23. Januar im Kalender. Aber die Walldorfer haben ja eine lange Tradition, dass sie gerne mal ein bisschen voranpreschen.